Hey Leute, ich habe mir mal ein Radio gekauft. Ich glaube, das kostet 12,90 beim Mediamarkt oder so. Das ist ein einfaches FM-Radio, aber es kann auch MP3 SD-Karten abspielen und USB-Sticks abspielen. Es hat eine Batterie, eine aufladbare Batterie. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das mal an. Ich habe schon aufgebaut. Es ist so ein Mini-USB-Kabel dabei, so ein kurzes. Dann das Radio hat. Dann war ein Akku dabei und dabei hat mich erstaunt. Da dachte ich mir, den Akku kenne ich doch. Warte, ich mach mal auf. Den Akku kenne ich doch. Ups. Das ist ein BL5C-Akku. Das ist doch ein Nokia-Akku. BL5C. Allerdings, man erkennt schon hier, 400 mAh hat der nur und ist eine Lithium-Ionen-Batterie. So, dann werde ich das Ding jetzt mal kurz antesten, dann die Anleitung durchgucken und dann mal schauen. Das erste ist oben mal einschalten. Stimme gegeben. Er hat die Kabelradio funktioniert schon. Dann hier der Potti. Der ist digital, reagiert mit Verzögerung. Ja, reagiert mit ein bisschen Verzögerung. Ich denke, der gibt mir jetzt digital. Also FM-Radio funktioniert schon mal. Dann stecke ich hier oben mal die SD-Karte rein. Da habe ich ein paar Lieder drin. Wow. Lautstärke ist auch ordentlich da. Ich hoffe, das war nicht zu viel. Kann ich hier weitergehen. Lautsprecher ist zwar nur Mono, er hat aber hier einen Stereo-Ausgang. Ist aber auch echt Stereo. Dann hier USB, da Lautstärke, hier oben ein Aus. Hier kann man USB-Sticks anstecken und hier ist die Karte. Und das war's dann eigentlich schon so ziemlich. Wenn ich hier drauf bleibe, kann ich vorspulen. Lautstärke gehe ich mal weiter. Ich würde sagen, ich schraube das Ding mal auf. Ich empfehle euch jetzt nicht, das nachzumachen. Ich werde das mal aufschrauben. Es hat ja vier Schrauben. Mal schauen, was da drin ist. Okay, wir haben hier einen Lautsprecher, der ist ja ziemlich massiv, ziemlich großer Magnet. Daher wundert mich das auch nicht wirklich. Dann haben wir hier eine Platine mit einem LED-Anzeigendisplay und 6 Tastern und noch eine Schraube. Die schraube ich auch mal raus. Eine kleinere Schraube. Mal schauen, ob das rausgeht so. Ah, da ist noch eine Schraube drin hier. Auch mal rausstrauben. So. Dann mal schauen. Hin und her wackeln tut schon. Ich glaube, genau, der Ein-Ausschalter, den muss ich da wegtun noch. So, und jetzt sollte das rausgehen. Ah, die SD-Karte tue ich auch mal raus. Ich glaube, die spitzt, weil die da ganz leicht übersteht. Genau. Ah, okay. Was haben wir denn hier? Einen Chip. Noch einen Chip. Ich schätze mal, das da wird ein Operationsverstärker sein für den Kopfhörerausgang. Das hier dürfte die Lautsprecherendstufe sein, Operationsverstärker. Dann hier ein Chip, ein Quarz und ein einziger Chip, der dann für UKW-Radio und alles macht. Ich habe von Stefan sein Modul noch so geschickt bekommen aus China. Der hat nur diesen einen Chip drauf. Die hat ein ziemlich schwaches Audiosignal als Ausgang. Daher denke ich mir, das ist die Op-Amp für Kopfhörer-Ausgang. Und hier wohl, ja, kann auch sein, dass eins davon ein EEPROM ist. Aber eins davon ist sicher ein Operationsverstärker. Und dann USB, ich denke mal, es geht auch direkt zu dem Chip. Das Ganze ist eigentlich nur ein Chip-Aufbau. Hier Antenne. Okay. Jo. Ist nicht viel drin, aber es ist ganz gut, wenn man eine Audioquelle braucht oder einen SD-Kartenplayer.
Was nachteilig ist der Lithium-Akku? Jetzt schraube ich das mal wieder zusammen und dann kümmern wir uns um die Anleitung. Also das Radio funktioniert ja schon mal ganz gut. Wenn man das hier ansteckt, dann per Mini-USB an ein USB-Netzteil, dann leiten wir den Akku auf. Okay, aber jetzt mal zur Anleitung. Das hat ja einen Lithium-Akku. Hier steht Englisch, Niederländisch, Deutsch 8, Französisch 11, Spanisch 14. Gib mal auf 14. Okay, schauen, was da steht. Da ist es noch nicht. Nicht Deutsch. Irgendwo muss es Deutsch sein. Ah, hier, Deutsch. Sicherheitsanweisungen haben die echt sehr klein geschrieben. Lesen Sie alle Warnungen und Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden. Das Produkt sollte nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten bzw. unter Reizarmut leiden, benutzt werden. Personen mit einem Mangel an Erfahrung oder Wissen, bla bla bla, okay. Beachten Sie bei der Entsorgung folgende Hinweise. Alte Batterien und Akkus müssen aus dem Produkt entfernt werden. Gut, ich glaube, das sind Standardsachen. So. Dann mal schauen, wo geht es denn weiter in Deutsch hier? Batteriebetrieb. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie eine wieder aufladbare 3,5 Volt Lithium-Ionen-Batterie gemäß den Markierungen ein. Batterie aufladen. Schließen Sie zum Aufladen ein externes Netzgerät 5 Volt 1 Ampere an. Ja. Und die Ladedauer beträgt ca. 2 Stunden. Während des Ladevorgangs bringt die Ladeanzeige. Soweit ist es ja ganz okay. Hier, ja, wichtig, falls Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, ist die wieder aufladbare Batterie möglichst vollständig bis zum Sleep-Modus entladen. Lithium-Batterien bis zum Sleep-Modus entladen. Durch die Selbstentladung ist sie dann ziemlich schnell kaputt. Das ist bei Batterien üblich. Ja, wenn Sie die Batterie in einem solchen Zustand erneut aufladen, aufwecken möchten, empfehlen wir, die Batterie mindestens 5 Stunden, jedoch nicht länger als 24 Stunden aufzuladen. Also nach der Anleitung, denke ich mal, wird man den Lithium-Akku schrotten. Richtig schrotten. Weil besonders tief entladen mag ein Lithium-Akku überhaupt nicht. Und die Lithium-Batterie möglicherweise vollständig bis zum Sleep-Modus entladen, ich kann das gar nicht empfehlen. Ich glaube, das ist so eine Anleitung, dass der Akku kaputt gehen soll. Okay, ansonsten ist Radio ja ganz okay. Radiosender speichern, dann manuell speichern, Empfang verbessern, USB, Micro SD und TF, Kartenwiedergabe. Soweit ganz gut. Ah, es soll 1 Watt RMS haben, könnte sein. Eingangsleistung 5 Volt DC oder 3,7 Volt 400 mAh/Stunden. 87,5 bis 108 MHz. Ja, das mit der Anleitung, das was mir da überhaupt nicht gefällt ist, was wichtig ist. Das was wichtig ist, Lithium-Akkus vollständig entladen, wenn man das Gerät längere Zeit nicht verwendet, dann liegt ein vollständig entladener Lithium-Akku rum, der entlädt sich dann noch total, der verkupfert und ja, ist kaputt. Als Audioquelle finde ich den ja super. Hat einen Lautsprecher zum SD-Karten abspielen und einen Audioausgang. Also das Ding kann man auch dazu benutzen, um jetzt einen Sender zu speisen. Es ist Stereo, also soweit super. Es hat einen großen Lautsprecher da, der einigermaßen gut klingt. Lautsprecher halt nur Mono, aber Kopfhörerbuchse ist wirklich Stereo. Okay. Danke fürs Zuschauen.